willkommen zur ersten Folge des Sims 4. Nach der letztrigen Charaktererstellung unseren drei tollen Leutchen hier ziehen wir diesmal ein und ich würde sagen, hier in eins von diesen Häuslein. Ich glaube, ich nehme das hier. Mal gucken, wie das ist. So. Komm, schneller laden. Lade schneller. Und da. Okay. Beste Ladescreen schon mal? Okay. Okay, dann sind wir hier in der Town. Oh. Das ist ein bisschen blöd. Ich glaube, ich muss umbauen. So, gucken wir mal. Ja, ist okay. Ich habe zwar keine Ahnung mehr, wie das geht. Aber ich probiere es einfach. So, genau, ich muss jetzt da hinsetzen. Oh. Oder passt das? Nee. Kann man denn eigentlich da rein? Dann ziehen wir das hier noch so. Ah, perfekt. So ist gut. So ist das gut. Genau. Achso, jetzt hier so eine Tür und da so eine Tür. Das ist natürlich cool. Mach ich mal hier. Wende komplett aus. Nee, das bringt. Viereckiger Raum. Wie drehe ich das? Ich muss selber drehen. Hilfe! So. Der viereckige Raum. Warte mal, so. Genau. Sehr, sehr schön. Dann kommt hier so ein. Oh, und dann hier genau in der Mitte so eine Trennlinie. Keine Ahnung, ob es jetzt genau mittig ist, aber. Wird schon gehen. So, dann. Denken wir die mal ein. Weil. Ach, die haben hier keine Türen. Das kommt weg. Also ein Fenster so zur Wand ist jetzt nicht das Schönste. So, dann machen wir das mal kompletti. Ja, einmal komplett dicht. Also es ist schon. Haben wir schon. Genau, dann außen nehmen wir die hier. Oh, zack. Oder ist es dieselbe? Oh, ich glaube, das ist nicht. Ach, der. Achso, okay, dann nehmen wir das genauso, wie es hier schon vorbereitet ist. Nee. An Seiten. Hä? Okay, das nehmen wir. Verstehe ich nicht so ganz, warum das ist. Achso, das ist. Ach, sieht trotzdem so aus, bin ich blöd. Mann, bin ich blöd. Eine Tür und zwar in braun. Sieht ja gerade voll klein aus. Trotzdem immer voll klein aus. Ach, das ist
der Tür. Oh, upsi. Das ist natürlich eine große Tür. So. Mann, bin ich. Ich bin gerade echt verpeilt, glaube ich. Zack, ein Zimmer hier. Hier eine Tür rein. Tür rein. Die Tür ändere ich gleich, aber erstmal kommt der hier rüber. Dann so. So, so, so. Dubidubidu. Genau, nehmen wir es so. Zack. Perfekt. Ja, mach mal die Tipps weg. Wo Fenster? Was haben wir denn hier für Fenster? Die nehmen wir nämlich jetzt überall einfach. Warum ist es? Sehr, sehr schön. Ich glaube, hier drin in den Häusern, in den einzelnen Zimmerchen, nehmen wir auch die hier. Ja, doch, das ist gut. Das sieht doch gut aus. Das kommt mal ein bisschen hierher. Ja. Das passt eigentlich. Jetzt mal hier die Tür so in die Mitte. Ah ja, genau, da ist das Fenster genau gegenüber. So, und dann packen wir mal die Tür. Möbel. Genau, dann kriegen. Was ist das hier für eins? Da schmeich ich. Ich möchte ein möglichst billiges, hier so eine reduzierte Liege. Es ist jetzt natürlich allerdings nicht unwohl, möchte ich eigentlich. Wohl hätte ich eigentlich nicht so gern. Dann nehmen wir mal das hier. Ach, das ist auch eine reduzierte Liege. Unwohl. Dann nehme ich Teenie-Träume. In schönem Grün. Eben von dem mal ein so eins. Das. Und wieso komme ich ständig auf diese eine Taste hier? Weiß ich nicht. Egal. Okay, das ist schon mal schön. Haben wir hier eine Küche drin. Ein Esstisch, an den noch Stuhl muss. Und zwar werde hier nochmal dann. Okay. Ich komme schon wieder drauf. Weiß ich auch endlich, was ich tun muss. Und da habe ich gerade eine Stimmnachricht bekommen. Werde ich gleich antworten, aber erstmal. Ähm.
Naja, gucken wir mal nach Zimmer und dann schlaft sie mehr. Und wo denn hier so eine Polyfikula haben wir noch? Ja, komm. Weiß noch, noch so eine. Jeder kriegt hier so eine schöne Kommode in sein Zimmer gepflanzt. Noch so ein Teil. Ja. Genau dieselben Zimmer machen. Genau dieselben. Ja. So ein kleines Bäckerchen. Kannst. Ah, ich muss ja noch machen, für wen persönlich ich das jetzt mache. Nehmen wir. Tu mal hier den. Der Fette kommt definitiv da rein. Die anderen beiden können sich die Zimmer dann aufteilen. Machen wir dem noch eine Couch. Hier so eine Couch rein. Ach komm, die zwei Zimmer werden einfach genau gleich. Ich hab nicht aufgebaut, aber ja. Nehmen wir hier noch ein Bücherregal rein. Auch. So, okay, jetzt haben wir das da schon mal gemacht. Oh, ich hab etwas Wichtiges vergessen. Nennt sich Lampe. Lila Lampe. Eine lila Lampe, bitte. Oh. Komm, nimm mal hier. Nee, nicht so und so und hier. Nimm mal da rein. Und hier. Und ich bin schon wieder auf selbe. Egal, aber so soll es doch ungefähr gehen. Genau. Dann soll es mal los. Los. Okay. Okay, Weebster, bei ihm sehr schön, Macaroo. Ciao, Tokibo. Guck mal, der Wildtonne. Pipped up, Frenzy. Wildtonne, du wirst jetzt mein Freund sein. Ihr Dras Wumpa, Frenz de Bitte, Wildtonne, sei mein Freund. Sag mal, Obsi. Nein. Nein, er hat dich. Nein, er hat einen Knall. Hm. Ah, und die Jungs bleiben unten. Was noch? Immer das Erste, was man tun will. Aha. Neuen Besitz bewundern. Dieser krasse Besitz. Oh, Ausbilder. Das ist dasselbe Haus, oder? Was ich noch gar nicht nachgeguckt habe. Okay. Flachdach. Wunderherrlich. Oh, ich will Verbrecher werden. Okay. Dirk Lump will Verbrecher werden. Confirmed. To be Brecher. Ja, was haben Sie denn zu bereden? Gorobani. Ich bin Strelle. Oh, Quink. Oh, cool. Iris Ganses. Ich freue mich, ich bin voll sexy. Ich freue mich an. Shabini. Ich bin auch viel sexier. Wow, das war ein tolles Gespräch. Essenoi. Oh. Ist das der denn ernst jetzt? Oh, Feuerio, was machst du eigentlich du? Du guckst Nachrichten. Oh, bist du cool. Was tut der da? In den Augen. Ach, die von dem Müll? Müll? Was mit Müll? Mülltonne? Bist du auch noch mit ihm befreundet? Oh, da muss Tobias gleich rausgucken. Geh mal zur Mülltonne. Aha, Steve. Ja, auf der. Pfui. Du hast da nichts mitzureden. Du hast da nichts mitzureden. Fähigkeit erworben. Wie kann der Typ bitte die Comedy-Fähigkeit erwerben? Ich mag keine Fliegen. Läuft bei denen. Die ganze Zeit grinst! Soll mal aufhören! Hey! Auf der. Du auf da rumzustehen wie so ein Dummbatz. Oh. Steh jetzt eine Arbeit. Such dir eine Arbeit. Oder nein, freunde dich mal. Nee, komm. Du freundest dich jetzt mit dem da an. Mit dem da. Mit der da. Los. Freundet dich an. Hör auf damit zu reden, du freundest dich jetzt an und befolgst jetzt meine Befehle. Renn. Okay.
Da rennt er. Seiner wunderschönen Hose. Tebow. Gunnier. Pruba. Der ist ein geiler für Schuhe. Igitt. Nee, zieh die anderen Schuhe aus. Aus. Nein, du sollst einen Job nehmen, nicht Fernsehgucken. Gucken wir mal auf Kartata, weil wir brauchen Onanie brauchen wir. Wie gucke ich nochmal auf die Karte? Ich glaube, ich kann reisen. Da kann ich, das geht. Geht das überhaupt noch so? Ich weiß es nicht. Ah nee, das geht ja gar nicht mehr so. Stimmt. Nicht reisen. Heißt, wir brauchen... Oh. Du suchst den Job. Stimmt. Was? Ah, Job suchen. Das ist neu. Ich dachte, ich hatte es noch, da war's. Da war es noch alles auf einem Feld. Bett? Nee. Will nicht. Jetzt unterhalten die sich über Kunst. Jetzt unterhalten die sich über das Unterhalten. Was wirst du? Du bist nicht. Nein, du bist nicht. Du wirst ein Business. Jürgen hat die Business-Karriere eingeschaltet. Marvin Schwarz. Marvin Schwarz. Benutze ihr Mobilfone in der Suche dir eine Arbeit. Fetti will keine Arbeit. Fetti braucht das nicht. Der Tobias Tanne. We don't need work. Okay, was nehmen wir denn? Entertainment? Nein. Schriftstellerin? Nein. Sportlerin? Nein. Geheimagentin? Nein. Leckermaul? Nein. Malerin? Ja. Ja. Och, die wird Verbrecherin. Die wird einfach Verbrecherin. Weil ich es kann, wird die jetzt Verbrecherin. Ich sollte aufhören zu reimen. Die stapfen alle immer direkt durch den Durchgang. Gut, durch diese Masse kannst du nicht durchstapfen. Die stapfen alle immer extrem aggressiv vorbei. Ah. Ja, mal aufhören damit. Nein. Weggeklickt. Dinosaurier. Gründet doch bitte einen Dinosaurier-Club. Arbovinia Quar. Bitte gründet den Dinosaurier-Club. Ja, eindeutig. Dinosaurier-Club. Dinosaurier-Club. Gründet einen Dinosaurier-Club. Gründet ein... Ja, das hast du alleine, Trommel. Trommel mal ein bisschen auf deinen Kopf. Vielleicht hilft es ja. Klopf. Da reden wir ein bisschen mit dir selbst. Damit du nicht allein bist. Weil die werden... Hört nie miteinander rum. Chilo Penive Baima. Quapo. Binfahab. Ich würde sagen, wir haben bis 12 Uhr mittags durchgehalten. Aber ich muss jetzt aufhören, sonst kriege ich hier Krebs. Ja. Bis zum nächsten Mal. Also Sonntag. Tschüss.